Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Wir haben Joe gerade bei unserem Dock abgeliefert. Bringen das Geld jetzt zu Bruno, damit wir den schon mal los sind, da schon mal die Schulden getilgt haben. Und was dann passiert, gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir da eventuell überleben, ob wir da lebendig wieder rauskommen. Ich kann es nicht sagen. Mal schauen. So, ist die Polizei. Hier ist ein Stoppschild. Das missachte ich jetzt einfach mal gekonnt. Hat niemanden gestört, das ist gut. Ich weiß auch nicht, ich habe ein Taxi geklaut, aber keiner sucht danach. War das vielleicht ein illegaler Taxifahrer? Mit einem illegalen Taxi? Hm? Wer weiß? Wer weiß, was es alles gibt? So, Speed Limit 40. Am Arsch. Ach nee, wir müssen hierher. Okay. Ja gut, dann ne. Ich weiß gar nicht mehr, wo Bruno wohnt. Der Gute. Mal schauen. Gut, dass wir Navi haben. Also ich muss wirklich sagen, wenn man dieses Spiel nochmal komplett neu aufgelegt hätte, mit komplett neuer Grafik, neue Charaktermodelle und das alles, das wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Und das hätte eventuell den Preis auch gerechtfertigt. So wie bei Teil 1. Das, was war das? Ein Remaster Remake? Ich komme damit einfach nicht klar. Das sieht ja bombastisch aus. Das hat alles von Teil 1 plus die heutige Hammergrafik. Also das ist einfach ein Genuss. Das ist einfach bombastisch. Hier war das, ne? Siehste? Wusste ich doch. Wo ist die Tür? Ist das die Tür? Ist das die Tür? Bin ich auf der falschen Seite? Alter. Ha, Glück gehabt. So. Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Ja, Glück hatte ich in diesem Spiel schon öfters. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst,
Weißt du, wo du mich findest? Mhm. Klar, sicher. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Kapitel 15. Es nähert sich dem Ende. Per aspera ad astra? Was? Ist das Latein? Ich konnte nicht schlafen. Oder Italienisch? Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Ach ja. Er hat wohl damals keine Filme geguckt. Also, das weiß doch jedes Kind. Trophäe erhalten. Bei der Arbeit. Ja, die Arbeit ist, ja. Ja, hallo? Vito? Hier Eddie. Hör mal, du müsstest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. Oh oh. Oh oh. Gut. Einmal umziehen. Nein, 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 Hemd mit Hose, nein, Freizeitanzug. Ah, komm, Hemd mit Hose. Passt, läuft. Tür öffnen. Ach du Scheiße. Mr. Scaletta, würden Sie bitte einsteigen? Hey, alter Mann, was machst du denn hier? Verflucht, steig schon ein. Los jetzt! Ei, ei, ei. Und Sie sind? Das ist unser Freund, Mr. Chu. Chu, Chu. Okay, also was läuft hier? Worum geht's? Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße gebaut, hm? Hast einen scheiß Krieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Arsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich hab schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chu's Leuten ist tot und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Du hörst zu. Wär ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Und deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache. Daran war doch nur dieser Schwanzlutscher Henry schuld, oder? Was ist mit seinen Augen los? Er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chu's Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich habe mich für dich stark gemacht. Und du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich's nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbürgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkrochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance.
Nur mal so, haben wir genug Muni? Muni, Muni, Muni. Okay. Da haben wir einfach mal gar nichts. Gibt's irgendwo... Was zur... Hä? Also hätten sie mich nicht wenigstens... Also... es ist unglaublich. Egal, ich habe noch ein bisschen Geld. Und... So. Gut. Oh, Sweet Passion. Red Bar. Was ist das? Classic. Was? Sweatsy? Empire Bay. Alles zu. Gott, da haben wir schon so viel. Obwohl, wir haben keine Kohle mehr, ne? Ja. Ne, ist okay. Ist okay. So. Hotel. Blue Dash. Mhm. Ist das hier das Clubviertel? Wie weit denn noch? Oh Gott! Bowling. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es auf der anderen Seite wieder rausgeht. Bitte. Ich hoffe mal nicht, dass das auf Zeit geht. Es geht nicht wieder raus. Das ist ja der Wahnsinn. Kann man da drüber springen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Scheiße hier. Ah. Das war ja klar. Dem Glück, was ich wieder habe. So. Dann jetzt auch nicht. Ey. Ja. Alles klar. Ich verstehe. Ich wollte auch noch ein bisschen Munition kaufen. Scheiße. Man. Gut, das müssen wir denen. Der hat wahrscheinlich auch das ganze Observatorium da voll mit seinen Jungs. Das wird schon mal ein Krampf. Und wer weiß, wie es dann weitergeht, ne? Hm. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich die DLCs jetzt direkt hier nach raushaue. Denn... ich habe in der Zwischenzeit... bisschen was Horroriges aufgenommen. Das wird hier nach, also nach Mafia 2 dem Hauptspiel erstmal kommen. Und ja, dann muss man gucken, ob die DLCs vielleicht danach dann kommen. Was? Moment. Ich muss ja dahin. Naja, mal schauen, wie das vonstatten geht. Auf jeden Fall wollte ich jetzt wieder regelmäßig aufnehmen. Mhm, passt. Regelmäßig aufnehmen und auch regelmäßig wieder Videos raushauen. Barbershop? Da. Lugan-Shop. Hohoho. Hallo? Ich brauche Munition. Junge? Ein Klasky & Sons führt nur allerbeste Ware auf Waffen oder Munition. Was? Aber ich will doch nur... Hat der nur Munition für... Hat er hier keine Maschinen? Suchen Sie etwas Spezielles? Was ist eine Waffe ohne Munition? Eben. Eben, mein Freund. Ja, ja. So. Ne, da hinten ist Polizei. Um uns vielleicht den Wagen, der da vorne steht. Scheiße.
Gut. Holen wir uns vielleicht diesen Wagen hier. Hallo, Sir. Ja, es ist doch ein Stückchen, also. Jetzt ist da auch ein Bulle? Also. Leute, ey. So. Das ist jetzt zwar nicht so die Karre, aber das sollte ja erstmal reichen. Wir müssen ja nur einmal da oben hin. Irgendwie zum Observatorium. Chinatown Park. Keine Ahnung, was das ist. China Park. Irgendwie so. Ach ja. Ha! Lutscher. Gut. Nicht so schnell fahren. So. Sollte mit dieser Karre eigentlich auch nicht möglich sein, zu schnell zu fahren. Aber hey. Ach, hier waren wir doch schon mal. Guck mal. So, mal hier durch. Als ob nichts gewesen wäre. Wunderbar. Moment, warum? Oh Gott, warum ist der Bereich denn nur darüber erreichbar? Ja, das ist doch Schwachsinn, ey. Na los. Lutscher. Achso, das ist gar nicht zurückgucken. Okay. So. Ah, da hätte ich jetzt ein anderes Auto holen können, ne? Aber gerade. Ach, egal. Dafür reicht der. Dafür reicht der locker. So. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Ich bin echt gespannt. Aber wir werden es ja sehen, ne? Wir werden es ja sehen. Einerseits bin ich doch relativ froh, wenn das Spiel vorbei ist. Andererseits, ich mag die Story schon sehr. Ne? Ich hatte jetzt echt in letzter Zeit wirklich leider extrem wenig Zeit, um aufzunehmen oder auch generell zu zocken oder auch andere Spiele zu zocken oder einfach privat mal ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das jetzt wieder legt. Naja. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Horrorspiel aufgenommen. Das ist auch nur ein kleines, irgendwie 4 oder 5 Folgen. Dann wollte ich mich mal an Alien Isolation versuchen. Was ja auch so ein richtiger Abfucker-Gruseltitel ist. Also der ist schon, ja. Ich habe es auch immer mal angefangen, aber ja, wie das dann halt so ist. Keine Zeit oder man hat erst irgendwie ein anderes Spiel gehabt, was zuerst kommt oder ja. Ich stehe schief. So. Ja, passt. Gut, Leute, bevor ich jetzt da reingehe, würde ich aber sagen, das verschieben wir mal auf nächste Folge. Sieht doch schon aus wie so Mafiosi. Das verschieben wir auf nächste Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.